Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Es wird sich hierbei um ein Minecraft Let's Play handeln. Ich weiß, schon wieder eins. YouTube hatte noch nicht genug davon. Aber es wird diesmal anders sein, weil es ist schließlich mein Let's Play. Und ich denke, jeder Let's Player, der macht das irgendwie anders. Und ich bin eh total verplant und alles. Das werdet ihr aber noch mitkriegen. Und von daher würde ich sagen, lass es uns einfach versuchen. Create a new world. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, weil ich nebenbei noch das erste Video render, das davor kommt, was eigentlich jetzt so ein Ankündigungs-Hide-and-Seek-Spiel-Video sein wird. Und ich fuchte gerade meinen Arm rum und ich weiß gar nicht, wieso ich das mache, weil ich gestikuliere eh immer so viel. Und man sieht mich ja nicht mehr. Aber das ist egal, weil die Welt gerade gestartet ist und gleich wieder abstürzt. Ja, heute geht ja alles rund. Ach herrje, ach herrje. Warte ich kurz, vielleicht fängt sie sich ja wieder, weil sie sieht eigentlich ganz schön aus. Wir sind schon mal in einem Eichenwald. Ich liebe Eichenwälder, weil ich dieses helle Holz total mag, um daraus Fußbilden zu machen. Ah, und es hat sich gefangen, super. Ja, dann starten wir damit, wie immer, ein bisschen Holz abzubauen. Ich denke, das macht jeder, weil man hat gar nicht viele andere Möglichkeiten, wie man sonst starten soll. Man braucht einfach Holz. Und das machen wir, indem wir mit unserer bloßen Hand drauf einklopfen, wie richtige Kerle. Jojo. Ich weiß gar nicht, was ich viel erzählen soll. Wie gesagt, ich bin total verplant. Das merkt man. Ich bin auch total aufgeregt, weil ich hatte noch nie YouTube-Videos und jetzt mache ich welche und ich hoffe, sie gefallen euch. Aber wenn nicht, ist mir auch egal, weil ich mache es eh nur so, wie ich will. Und ich spiele das, was ich möchte. Weil es einfach zum Spaß ist und ich will jetzt kein Geld damit verdienen. Ich habe nicht das oberste Ziel, hier der neue, beste Let's Player Deutschlands, der Welt, was weiß ich, zu werden. Ich habe einfach das Ziel, ein bisschen Spaß zu haben und vielleicht euch ein bisschen Spaß zu bringen, wenn ihr dieses Video seht. Und ihr müsst dieses Video sehen, wenn ihr nämlich bis zu der Stelle gekommen seid, wie ich davon rede, dass ihr dieses Video seht, heißt es ja, dass ihr es noch anhabt. Also, viel Spaß weiterhin. Genau dir. Ja, du. Du, der gerade vom Fernseher sitzt. Beziehungsweise vom PC. Wieso vom Fernseher? Egal. Dir wünsche ich viel Spaß. Nur dir. So, jetzt machen wir daraus. Huch. Bretter. Und eine Workbench. Also ich erkläre jetzt nicht nochmal komplett das Spiel, weil ich denke, wenn ihr zu mir gefunden habt, dann kennt ihr Minecraft schon, weil es gibt Kronk, es gibt... Ach, sieht das geil aus. Ach! Schaut euch das an. Sieht das geil aus. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es gibt Kronk und es gibt sonstige richtig geile Let's Player, von denen ich natürlich auch Fan bin. Und die spielen da schon so lange, durch die kenne ich das erst. Und ich glaube nicht, dass ihr dadurch mich kennenlernt. Beziehungsweise bin ich eh ziemlich schlecht in Erklären. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Stein. Ich finde die Musik gerade ein bisschen laut. Ich weiß, es tut mir leid, aber ich muss die Musik leiser machen. Total unprofessionell, aber ich darf das. Mein zweites Video, bla bla bla. So. Ich denke mal, kramen wir uns hier ein bisschen rein, weil... Ja. Ich wollte gerade sagen, kramen wir uns hier ein bisschen rein, weil ich brauche Stein. Komme ich raus in einen unterirdischen See. Ja. Das Glück ist Holz an meiner Seite. Ich habe gesehen, da ist auch Stein. Aber ich will den See jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Weil ich finde, der sieht auch schön aus. Der liegt so beruhigend da. Und dann schauen wir halt mal in die Richtung, ob wir da ein bisschen Stein kriegen. Da ist auch wieder so ein See. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Also ich mag das total. Oh, ich finde diese ganze Map gerade richtig schön. Und da gibt es jedenfalls Stein, da bauen wir uns ein bisschen rein. Aber ich bin begeistert, schaut euch das an. Ist die nicht schön? Habe ich wieder ein bisschen Glück heute Abend. Und es ist schon Abend. Okay, es ist jetzt nicht so übelst dolle spät. Aber ich hatte nicht besonders viel Schlaf, weil ich musste meine Freundin abholen. Die arbeitet in einer Disco und die hatte dann um 5 Uhr morgens aus. Und ich habe sie dann abgeholt, bin so um 4.30 Uhr aufgestanden und bin dann erst wieder so um 6 ins Bett und dann 7 eingeschlafen. Und da hat mein Vater Krach gemacht, weil er gerade neue Fliesen verlegt hat. Und so bin ich heute nicht ganz so gut drauf. Hatte nicht ganz so viel Schlaf, aber naja, ich denke, man merkt jetzt nicht so. Ich bin immer verplant, ich quassel immer total scheiße. Und ich quassel jetzt auch zum 500. Mal, dass ich total verplant bin. Muss ich übrigens, dass ich total verplant bin. Also, pff, ich weiß ja nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. So nebenbei. Naja, egal. So, in meinem ersten Video, da war ich auch, ich will nicht sagen total verplant, aber ich war es halt total. Und ich sage auch gerne total. Und jedenfalls,
Ja, ich freue mich, dass ihr dieses Video gefunden habt. Ich freue mich, dass ihr dieses Video anseht. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar schreibt. Ich meine, ihr könnt liken, ihr könnt disliken. Ja, Bing, super. Ihr könnt liken, ihr könnt disliken, wie ihr wollt. Es ist mir nicht egal. Nein, ist mir natürlich nicht egal. Aber es ist eure Sache. Ich würde mich halt freuen, wenn ihr ein Dislike gebt, dass ihr mir sagt, wieso, was ich besser machen könnte, wenn ihr liked, was euch gefällt. Es wäre halt schön, wenn ihr irgendwie so ein kleines Feedback geben könntet, weil dann wäre ich total froh. Und ich habe jetzt auf die Uhr geguckt. Ja, das mache ich wirklich. Das habe ich beim letzten Mal nämlich fast vergessen. Und ich mache jetzt, ja, 10 Minuten Aufnahme oder so. Also es wird nicht lang. Die Parts werden alle nicht sonderlich lang. Ich darf ja auch nicht so lange hochladen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob YouTube diese Upload-Sperre noch hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte noch nie ein YouTube-Video wirklich. Und lasst euch überraschen. Ich hoffe einfach. Ja, brauchst du nehmen. Ich hoffe einfach. Ja, dass es mir Spaß macht, dass es euch Spaß macht. Ja. Diese Map ist ultra geil. Diese Map ist ultra geil. Ich tue es gerne nochmal. Ich baue auch direkt beim Spawn, weil das mag ich am liebsten, wenn ich dann später einen Kompass habe. Dann zeigt es halt immer auf den Spawn, dann weiß ich wohin. Ich glaube, ich höhle mir diesen hier mit Erde aus und dann hier so einen schönen Strandblick. Oh, jetzt hab ich Schluck auf. Das wird einfach richtig geil. Es wird richtig geil. Ihr könnt auch sagen, wenn die Sounds irgendwie zu laut sind von Minecraft. Ich weiß es ja nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin Noob. Ich bin ein Noob. Ich bin der Noob schlechthin. Aber ich bin weiblich, also darf ich das. Naja, ist keine Ausrede, aber wie viele Noob-Let's-Playerinnen gibt es denn bitte? Also, ich kenne nur mich. Sonst kenne ich nur gute. Nein. Aber gut oder schlecht, das kann man so nicht beurteilen. Ja, doch, kann man schon, aber das ist mir egal. Ich mache zum Spaß. Ich lade zum Spaß hoch. Wenn ihr Scheiße findet, müsst ihr es nicht gucken. Und ich will noch ein paar Schafe töten, weil ich Wolle brauche vor der Nacht und ich brauche auch Essen, aber scheinbar lässt sich Essen nicht so blicken. Ich habe gehofft, ein paar Äpfel zu bekommen. An diesem blöden Baum abfällt. Warum ist die Rose hier eigentlich so locker? Egal. Nimm ich mal mit. Ich meine, jeder Mensch braucht eine Rose. Ach ja, ich kann nicht mehr laufen. Ja, dann fahre ich mich doch erstmal von Spawn. Ich brauche Essen. Habt ihr irgendwas gesehen? Also ich habe weder Schweine noch Kühe noch Schafe noch irgendwas gesehen. Ich habe doch Schafe habe ich gesehen. Aber nichts Essbares habe ich gesehen. Ja. Toll, Kraken bringen mir nicht. Noch mehr Schafe. Ja. Also ich würde mal sagen, ob ich verhungere oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn ihr noch Lust habt, weiterzuschauen. Ciao, ciao.